Ihr habt mich die letzten Tage viel gefragt, brauche ich exogene Ketone, wann brauche ich exogene Ketone und was sind exogene Ketone? Darum hier das kleine Video. Exogene Ketone sind künstlich oder auch natürlich hergestellte Ketonkörper, die an verschiedene Salze gebunden werden, meistens an Magnesium oder an Kalium, einfach damit sie leichter einzunehmen sind und damit sie auch geschmacklich etwas besser werden. Die meisten von euch, die Fragen zu den exogenen Ketonen hatten, haben diese über irgendwelche Multilevel-Marketing-Strukturen gekauft. Das bedeutet, ihr bezahlt nicht nur das Produkt, sondern mit irgendwelchen komischen Versprechen auch noch eine Riesenstruktur, die dran ist, einfach damit sich es für jeden, der an diesem Multilevel-Marketing teilnimmt, auch irgendwie lohnt. Was halte ich davon? Erstmal generell nichts, weil Keto nichts kostet. Keto ist eigentlich einfach nur echtes Essen, das heißt frisches Essen, das bedeutet gesundes Essen und das war's. Ihr braucht keine Keto-Produkte, ihr braucht auch keine Ketonkörper, weil die soll euer Körper ja selber herstellen. Egal wie negativ ich jetzt geredet habe, es gibt auch Einsatzmöglichkeiten für exogene Ketone, wenn sie preislich sinnvoll sind. Und zwar, ich werde euch sämtliche Studien unten reinpassen, dass ihr seht, dass ich von etwas Fundiertem rede und euch nicht irgendwas schlecht reden werde, von dem ich einfach nichts halte. Und zwar gab es eine Studie, da wurde bei Sportlern getestet, was passiert, wenn sie nach dem Sport entweder exogene Ketone zu sich nehmen oder Energy Drink. Das Ergebnis war, nach den exogenen Ketonen gingen verschiedene Hormonwerte runter, vor allen Dingen alles Hungerhormone. Auf der anderen Seite, bei dem Zuckergetränk ging natürlich der Glukosespiegel hoch, was zu erwarten. Was dabei rauskam, war, dass die Leistung bei den Ketonkörpern nicht höher gegangen ist, auch keine Regeneration war. Aber es wurde da zum ersten Mal festgestellt, dass Ketonkörper den Hunger unterdrücken können. Das macht natürlich eure normale Ketose auch in einem wesentlich stärkeren Maß, aber es wäre möglich, wenn jemand sagt, ich schaffe es nicht, auf meine Ernährung zu achten, ich möchte weiter zu Fastfood-Ketten gehen, ich möchte aber weniger Hunger haben, dann wäre das eine Möglichkeit, was ich aber definitiv nicht empfehlen würde, weil es einfach nicht nachhaltig ist und auf die Dauer auch viel zu teuer. Allerdings sind wir Menschen so, dass wir gerne einfach irgendein Produkt einnehmen wollen und teilweise sogar bereit sind, Medikamente zu schlucken, nur um unsere Ernährung nicht zu ändern, was ich sehr schade finde, aber so ist es halt. So, es gibt noch zwei weitere Einsatzmöglichkeiten, wo exogene Ketone für mich Sinn machen, wobei ich dazu einschränken muss. Es gibt die Ketonsalze und es gibt sogenannte Ketonester. Ketonester werden nicht an Salze gebunden, das sind richtige Ketonkörper, die allerdings deutlich teurer sind und auch etwas schwieriger zu kriegen sind und nicht so häufig vermarktet werden, aber auch eine ganz andere Stufe sind. Also man kann die beiden nicht miteinander vergleichen. Wir wissen, dass Ketone sehr potent für das Gehirn sind. Das heißt, zum Beispiel bei Diabetes Typ 3 werden sie häufig angewandt, um zu sehen, ob der Mensch vielleicht seine demenzielle Veränderung irgendwie wieder zurückbringen kann. Und gerade die Ketonester haben da hervorragende Grundergebnisse gezeigt. Und da denke ich, wird in den nächsten Jahren noch einiges passieren. Ich hoffe, dass diese Forschung weitergeht. Und dafür sind diese Ketonester auch wirklich super. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich Abnehmen. Hier gibt es keine Studie und auch keine Beweise und ich muss auch sagen, dass ich aus meiner persönlichen Erfahrung gerade auch jetzt hier in diesem Projekt gesehen habe, dass eher das Gegenteil der Fakt ist, dass man mit exogenen Ketonsalzen abnehmen kann. Was häufig passiert ist, ist, dass wenn ihr diese kauft, euch gleichzeitig gezeigt wird, wie ihr Keto macht und dadurch durch die Ernährungsentstellung erstmal was Gewicht fällt, aber ihr werdet relativ schnell auf einem Plateau sein. Warum ist das so? Weil diese exogenen Ketone natürlich verhindern, dass euer Körper selber Ketone herstellt. Und auch da gibt es sehr viel Brow Science, die sagt, nein, das ist nicht so, es ist so. Wenn mir jemand was anderes beweisen kann, bin ich gerne jederzeit dazu bereit. Ich möchte gerne eine Metastudie haben, ich möchte sehen, dass ihr das widerlegt, was die meisten Universitäten in der Welt schon bewiesen haben, und zwar, dass es nicht funktioniert. Aber gerade Ketonester haben einen riesen Vorteil, und zwar können sie, wenn ihr Ketonester zu euch nehmt, können sie weißes Fett in braunes Fett umwandeln. Ganz grob gesagt ist braunes Fett das, was euer Körper schneller und einfacher abtransportieren kann. Das heißt, das ist ein riesen Vorteil. Aber dabei wurde auch festgestellt, dass dieses braune Fett durch die natürliche Ketose, also durch eure körpereigene Ketose, durch die Ernährung, deutlich schneller das weiße Fett in braunes Fett umwandelt. Also auch da erschließt sich der Sinn letztendlich nicht. Als allerletztes möchte ich noch ganz kurz auf das eingehen, was ich jetzt hier die letzten Tage erlebt habe. Und zwar habe ich relativ viele Abonnentinnen, die letzte Zeit zu mir gekommen sind und exogene Ketone genommen haben und denen ich gesagt habe, sie sollen mal eine Woche versuchen, diese Ketone nicht zu nehmen, und es sind wahnsinnig tolle Dinge passiert. Das Gewicht ist gepurzelt, sie fühlen sich besser, sie sparen Geld. Also ich persönlich halte gar nichts davon. Es gibt, wie gesagt, im medizinischen Bereich für Alzheimer, solche Geschichten, ist es auf jeden Fall eine Sache, die gut sein kann, wo es seine Anwendung haben kann.
Aber das ist auch so ziemlich alles. Alle anderen Tests, auch über die ich früher gesprochen habe, die das Militär gemacht hat, da gibt es Möglichkeiten, aber es ist nichts, was wirklich wert ist, dass ihr 50, 60 oder sogar noch mehr Geld im Monat für so etwas ausgibt. Investiert das in gutes Essen, investiert das in gesundes Essen, da werdet ihr deutlich mehr von haben und glaubt mir, 120 Jahre Erfahrung können nicht lügen.